Trinken, 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 trinken. Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über die 10 wichtigsten Alltagsverben in Deutsch. Today we will talk about the 10 most important German everyday language verbs. Ja? So, los geht's! Fahren, to drive or to ride. Ich fahre Fahrrad. Fahren. Ich fahre Fahrrad. Then there are other nouns which go with fahren as well. For example, Bus fahren, Fahrrad fahren, Auto fahren, Straßenbahn fahren, U-Bahn fahren. Ja? Fahren. Und tschüss. Ich gehe. Oder ich laufe. Now the second verb is gehen. It means to go. But you can't confuse it with the other verb, which is laufen. Laufen really means to walk. So for example, you can say, ich gehe nach Hause, which means I'm going home, no matter how. You can go by car, you can walk or whatever. But if you say, ich laufe nach Hause, this means really that you're walking. Okay? Gehen, laufen. Ich gehe oder ich laufe nach Hause. Trinken, to drink. Ich trinke ein Bier. Prost. Trinken. Ich trinke ein Bier. Prost. Essen. Ich esse ein Nutella-Brot. Lecker. Essen. Ich esse ein Nutella-Brot. Lecker. Schreiben. Ich schreibe. Ich liebe euch. I love you. Schreiben. Ich schreibe zum Beispiel. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe einen Brief. Ich schreibe eine Karte. Ich liebe euch. Lesen. Ich lese ein Buch. To read. I read a book. Lernen. Sie lernt Deutsch. Akkusativ? Ah, hier, verstehst du? Ah. Lernen. Sie lernt Deutsch. Verstehst du? Sprechen. Ich spreche Französisch, Englisch, Spanisch und Thailändisch. Salut! ¿Cómo estás? Bye! Kopkun ka. Sprechen. Ich spreche Französisch, Englisch, Spanisch, Thailändisch. Spielen. Zum Beispiel Gitarre spielen. For example, to play the guitar. Da sind wir dabei. Das ist prima. Lernen mit Anja. Spielen. Gitarre spielen. Und das letzte Verb. And the last verb. Schlafen. Ich schlafe. I'm sleeping. Gute Nacht. Bitte schreibe einen Satz mit einem der Verben. Nun das Wort lecken.